Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Noch nicht. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eclipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Richtig. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen, falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy. Als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker. Ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Yeah! Schattengetreue. Dient als gute Tarnung und stellt ihre Träger gegen Blendungseffekte. Ja, da hat man überhaupt keine Effekte, nicht? So, ich muss also nach Hause. Ich könnte nur so zum Spaß reiten. Thank you.
Sonnenfurchenjagdgebiete. Ja. Die könnte ich eigentlich auch Spaß mal machen bei Gelegenheit. Aber muss ich jetzt... Ich kann jetzt nicht mehr schnell reiten. Habe ich das richtig mitbekommen? Nun gut, dann reiten wir eben. Irgendwie sieht es hier auf einmal ungesund aus. Extrem ungesund. Er bewegt sich wie Wasser. Eine Gabelung. Hier sollte sich Nassan einfinden. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, sagt sie diesen Satz. Könnte man aus Spaß noch eine verdorbene Zone machen. Was ist denn das? Stufe 32, müsste ich doch locker schaffen. Halt. Ja, ich bin schon weiter. Wie neue verdorbene Zone. Die ist neu. Oh. Oh, ein verdorbener Steinbrecher. Ja. Alles gut. Nein, wir genießen jetzt diesen Ritt. Jetzt mal im Ernst die letzten Folgen, ne? Also es hat schon Fahrt aufgenommen. Hallo? Wo ist meine Wegmarkierung hin? Ich rede zu viel? Da. Ich bin jetzt auch gespannt, was Aloy erwartet. Ich gehe schon stark von so einer künstlichen Gebärmutter aus. Wie gesagt, so meine Grundidee scheint ja richtig gewesen zu sein. Ich komme hier raus. Sie haben ihnen alle Nahrung genommen.
dann langsam wieder aufgebaut, aber anscheinend haben sie erst den Code gehackt. Ach, hier sind wir jetzt. Hier war ich doch nachts. Hier ist garantiert wieder alles voller Karcher. Anscheinend haben sie die Hades-Maschinen schlafen geschickt. Na, siehst du, mit Absicht klappt's nicht. Oh toll, Donnervogel. Mir bleibt jetzt auch nichts erspart auf dem Weg. Ja, entspann dich, Junge, ich bin schon wieder weg. Ich bin gleich an der Grenze. Ich sag mal, ein Drittel des Weges ist geschafft. Und dieser Pferdeausritt hat gerade ein bisschen was von Red Dead Redemption. Und ich sammle noch ohne Ende Lagerfeuer. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, in einem Schattenkarja-Outfit Ach, diesmal bin ich durch die Dämmerwacht oben. Ja, bin ich das beim letzten Mal... Nee, beim letzten Mal bin ich durch den Tagturm. Da sind auch zwei Lagerfeuer, die mir noch fehlen. Im Grunde genommen sind hier eigentlich voll die Pipi-Gegner. Im Vorbeireiten. Ja, komm, folgt mir. Boah, ich weiß noch, als hier alles neu war für mich. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. Nein, glaube ich auch nicht. Ich habe es bis jetzt noch nicht rausgefunden. Oh, ich komme nach Hause. Halt, falsche Richtung.
Zeitmaschine kann Ort nicht betreten. Hey, Nebenquest, sie sind wieder da. Echt, ich bin schon Mutterkrone? Achso, was heißt schon? Kriegsherrin-Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut, wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Hol ich dir. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ordensturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Ach, süß, Stufe 10. Was? Das machen wir anders. Das machen wir doch so. Ich muss den Kampf gewinnen. Sägezahn hatte ich auch schon lange, ne? Schieß halt. Boah, wie mich das manchmal ankotzt, ne? Ernsthaft. So, Moment. Mir fällt da was ein. Quests. Tutorials. Fangen mit Eispanne auf Kühlsaftbehälter. Pfeil. Zu weit weg. Ich schieß doch mit Eispfeilen auf Kühlsaftbehälter.
Mal verarscht er mich gerade? Also, wohin muss ich? Warum mache ich das überhaupt noch? Wer weiß. Ach ja. Was ein beschissenes Wetter. Orn, ich komme. Ernsthaft da oben? Servus, Orn. Du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Wo er recht hat. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß, ich bin jung, nicht blöd. Naja. Falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. So, handeln können wir auch noch mal. Yeah. Anscheinend war ich vor den Schatten-Kaja da. Beziehungsweise ich hätte die Mission schon vor gefühlten 100 Folgen machen sollen. Wir dienen der Urmacht. Wir müssen das Becken um jeden Preis verteidigen. Hier lasse ich mich nicht aufhalten. Ernsthaft. Die Nora sind sehr seltsam. Oh, ein Eiswiderstandstrank. Ich hab deine Lanzenhornlinse. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Orn gebracht? Ja. Ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss.
Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Na ja, komm, krabbel runter. Busch. Echt jetzt? Jeder, der einen Speer halten kann, muss das Becken verteidigen. Gefällt dir was davon? Nein, ich benutze einen Verkaufen da. Und zwar verkaufe ich... Das und das. Und das und das. Und dann gönne ich der guten Aloy mal eine Zeit am Feuer. Eine Zeit der Ruhe, bevor es weitergeht.